Joachim, ruhig durchatmen. Ich ziehe jetzt bis 5. Und wenn dann nicht der Bus kommt, dann ist alles gut. 1, 2, 3, 4. Kleines Patrol marschierte in den Wald und als es wieder zurückkam, gab es dreimal Hatschi, Hatschi, Hatschi. Alles klar? Gut. Langsam. Na, da sind Sie ja. Ja, kommen Sie herein. Jetzt schauen wir uns doch mal die Aufnahme gemeinsam an. Also uns interessiert vor allem diese Aufnahme hier. Da ist ein Fremdkörper, ja, in Ihrem linken Frontallappen. Der ist doch klar zu erkennen, nicht? Höchstwahrscheinlich ein Metallsplitter von Ihrem Unfall. Herr Grimm, wir könnten den operativ entfernen. Herr Grimm, wissen Sie, wir brauchen Ihr Einverständnis, um diesen Eingriff vornehmen zu können. Nicht? Herr Grimm, hören Sie mir zu. Da passieren seltsame Dinge unter Ihrem Rock, Frau Doktor. Kommen Sie. Keine hektischen Bewegungen, sonst zertreten Sie noch einen. Als Patrouille sollte man nicht verärgern, Frau Doktor. Setzen Sie sich. Herr Grimm. Was falten Sie denn noch zusammen? Sicher, ich meine, ein Restrisiko bleibt natürlich. Und darüber wollte ich gern mit Ihnen sprechen. Das vielleicht schon leicht beschädigte Nervenzellgewebe könnte eventuell bei einer Operation weiter... Herr Grimm, wollen Sie denn wirklich in dieser Klinik vor sich hin vegetieren? Ich habe erfahren, dass Ihr Geschäftspartner den Auftrag für den Erweiterungsbau des Museums verloren hat. Sind Sie sich bewusst, was das für Ihr Architekturbüro bedeutet? Tolga, wo ist mein Boot? Haben Sie mein Boot? Keine OP, Frau Doktor. Das erste Mal in meinem Leben will keiner was von mir. Das kann so bleiben. Schönen Tag noch. In mein Gesicht reicht eine Welt herein, die vielleicht unbewohnt ist wie ein Mond. Sie aber lassen kein Gefühl allein und alle ihre Worte sind bewohnt. Er wird schon noch kommen, Papa.
Entschuldigung? Dürfte ich Sie wohl etwas fragen? Sicher. Das Gedicht, das Sie gerade... Das ist von Rilke. Nicht? Aus dem Stundenbuch. Ich habe doch nicht laut gesprochen, oder? Ihre Lippen haben sich bewegt. Na, jetzt nehmen Sie mich auf den Arm. Nein, ich schwöre... Mein Name ist Joachim. Elmar. Sehr erfreut. Das ist mein Vater. Wir warten hier auf den Bus. Aber hier kommt ja nie ein Bus. Nein. Das Gedicht... Ja? Das nimmt... Es lindert... Es nimmt die Hast, nicht wahr? Dürfte ich wohl mal einen Blick in Ihre Zeichnung werfen? Gehen, ich weiß. Dein Mittagessen wartet. Es hat mich sehr gefreut. Ach, ach Papa. Danke. Auf bald? Auf bald. Hier sind Sie. Ich habe Ihren Vater getroffen an der Bushaltestelle. Ist er schon da? Ich habe doch gesagt, er soll warten. Ich habe gleich Mittagspause. Heute ist mein erster Tag bei Frau Dr. Radiger. Und ich finde mich noch nicht so ganz zurecht. Bevor man reinkommt. Schon das dritte Mal heute. Ich wollte Ihnen die Akte bringen. Nein, bringen Sie mir lieber die von Herrn Grimm. Joachim Grimm. Wenn er sich schon einmal herbemüht. Ah, Tolga, gut, dass Sie da sind. Ich habe soeben auf der Station angerufen. Ich wollte Sie fragen, wie es hier mit unserem Patienten steht. Sein Zustand hat sich erstaunlich verbessert. So, darf ich Sie in mein Behandlungszimmer bitten, Herr Grimm? Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Dann gehen wir mal. Führen Sie ihn zum Schreibtisch. Fräulein Ming. Fräulein Ming.
Ja, die Akte. Ja. Danke. Ich habe keine Halluzinationen mehr. Ach, tatsächlich? Wie kommt es? Ich habe jemanden kennengelernt. Aha. An dieser Pseudobushaltestelle, die sie für die umnachteten Alten aufgestellt haben. Die warten stundenlang und kein Bus kommt. Manche haben mir schon von ihrer Fahrt mit dem Bus erzählt. Einer hat mal Sarkozy und seiner Frau gegenüber gesessen und die haben sich fürchterlich laut gestritten und so Sachen. Mhm. Da sitzt sie mit ihrem Vater und rezitiert Gedichte. Fahren wir fort. Tolga sagte, er habe ihnen auch keine Medikamente verabreichen müssen. Ist ja ungewöhnlich. Herr Grimm, dieser Zustand kann vorübergehend sein. Ich würde mal gerne einige Tests mit Ihnen durchführen. Ja? Herr Grimm, können Sie mir folgen? Herr Grimm, es ist ganz wichtig, dass Sie verstehen, dass der Fremdkörper da in Ihrem Gehirn zu völligem Kontrollverlust führen kann. Also ich rate nach wie vor stark zu einer Operation. Es bestehen große Chancen auf Heilung. Wo ist sie hin? Herr Grimm, außer uns beiden befindet sich niemand in diesem Raum. Schon klar. Gut. Herr Grimm, Ihre, wie soll ich sagen, erhöhte Hormonausschüttung, ja, ausgelöst durch neue und positive Gefühle, kann der Grund für diese kurzfristige Linderung Ihrer Symptome sein oder auf Dauer? Also wir könnten bzw. sollten die Operation so zeitnah wie möglich durchführen. Nein, nein, wir müssen Sie davon abhalten. Haben Sie es gesehen? Fräulein Ming, schicken Sie Tolga herein, bitte. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Was? Die da. Ja.